Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Intro-Video des Lernzyklus Wie löse ich Sachaufgaben? In diesem Video beschäftigen wir uns mit mathematischen Vokabeln. Kommt dir das komisch vor? Gibt es Vokabeln nicht nur im Englischunterricht? Nein, auch in der Mathematik gibt es gewisse Vokabeln, die du zum Lösen von Sachaufgaben kennen solltest. Für dieses Video brauchst du eine Füllfeder oder einen Kugelschreiber, sowie Papier, damit du mitarbeiten kannst. Außerdem ist es hilfreich, wenn du schon gut mit den vier Grundrechnungsarten umgehen kannst. Weißt du, was Anweisungen wie addiere, vermindere oder verdreifache bedeuten und welche Rechenoperationen dahinter stecken? Wir starten gleich mit einem Blitzquiz, um zu sehen, welche mathematischen Vokabel du schon kennst. Nimm dir einen Stift und ein Blatt. Ich sage dir eine Rechenoperation und du schreibst schnell das passende Rechenzeichen auf. Los geht's! Die erste Rechenoperation ist die Multiplikation. Genau, zur Multiplikation gehört das Malzeichen. Machen wir weiter mit der Subtraktion. Richtig, für die Subtraktion brauchen wir ein Minus. Weiter geht's mit der Addition. Genau, für eine Addition brauchen wir das Plus. Und die letzte Rechenoperation ist die Division. Richtig, zur Division gehört das Geteiltzeichen. Das hast du toll gemacht. Hier siehst du noch einmal einen Überblick über die Rechenoperationen und die dazugehörigen Zeichen. Machen wir gleich mit einem zweiten Quiz weiter. In jeder Spalte steht an erster Stelle eine Rechenoperation und danach noch vier weitere Begriffe. Aber Achtung, in jeder Spalte hat sich ein Begriff versteckt, der nicht zur angegebenen Rechenoperation passt. Drücke auf Pause und überlege, welcher Begriff jeweils nicht zu den anderen gehört. Schon fertig? Dann schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. In der ersten Spalte geht es ums Subtrahieren, also ums Minusrechnen. Die Wörter abziehen und wegnehmen bedeuten dasselbe. Die Differenz ist das Ergebnis einer Subtraktion. Also gehört das Wort halbieren nicht dazu. Halbieren bedeutet, in zwei Teile zu teilen, also durch zwei zu dividieren. Der Überbegriff der zweiten Spalte ist das Multiplizieren. Statt multiplizieren kannst du auch vervielfachen oder malrechnen sagen. Das Ergebnis einer Multiplikation wird Produkt genannt. Hier passt also der Begriff zusammenzählen nicht dazu. Wenn man zwei Zahlen zusammenzählt, dann addiert man sie. In der dritten Spalte geht es ums Addieren. Statt diesem Begriff können auch die Wörter dazuzählen oder vermehren verwendet werden. Das Ergebnis beim Addieren wird als Summe bezeichnet. In dieser Spalte hat sich also das Wort vermindern versteckt. Dieses Wort kann bei einer Minusrechnung verwendet werden. Schauen wir uns noch die letzte Spalte an. Statt dividieren kannst du auch verteilen oder gerecht aufteilen sagen. Der Quotient ist auch richtig, so wird nämlich das Ergebnis einer Division genannt. Der Begriff verdoppeln passt hier nicht dazu. Willst du eine Zahl verdoppeln, so musst du sie mit 2 multiplizieren. Jetzt kennen wir schon viele mathematische Vokabeln, mit deren Hilfe du das nächste Quiz lösen kannst. Du sollst nun entscheiden, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Ist eine Aussage falsch, dann versuche diese zu korrigieren, indem du die richtige Rechenoperation notierst. Drücke auf Pause und löse das Quiz. Super gemacht! Schauen wir uns die Lösung nun wieder gemeinsam an. Die erste Aussage ist richtig. Möchtest du das Achtfache einer Zahl berechnen, so musst du sie mit 8 multiplizieren. Die zweite Aussage ist aber falsch. Die Hälfte einer Zahl wird berechnet, indem man sie durch die Zahl 2 dividiert.
Die dritte Aussage ist ebenfalls falsch. Willst du eine Zahl um 5 vergrößern, dann musst du die Zahl 5 dazuzählen, also addieren. Die vierte Aussage ist wieder richtig, da, um das Produkt zu erhalten, multipliziert werden muss. Die letzte Aussage war knifflig. Hier hat sich nochmal ein Fehler eingeschlichen. Die Differenz bezeichnet das Ergebnis einer Minusrechnung, also muss 7 von 35 abgezogen werden. Der Befehl Teile wurde durch die Division richtig ausgeführt. Da du nun alle wichtigen Begriffe kennst, können wir zum Abschluss noch eine Aufgabe lösen. Sie lautet wie folgt. Das Doppelte der Zahl 146 wird um 95 vermindert. Drücke auf Pause und versuche, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Schon fertig? Dann vergleichen wir gleich unsere Lösungen. Zuerst brauchen wir das Doppelte der Zahl 146. Das Doppelte bedeutet eine Multiplikation mit 2. Also erhalten wir die Rechnung 2 mal 146. Das wird anschließend noch um 95 vermindert. Vermindern ist ein anderes Wort für subtrahieren. Also müssen wir hier minus 95 rechnen. Insgesamt ergibt sich die Rechnung 2 mal 146 minus 95. 2 mal 146 ergibt 292. Zieht man davon noch 95 ab, so ergibt sich 197. Das ist die Lösung dieser Aufgabe. Wir sind nun schon wieder am Ende des Videos angelangt. Danke, dass du so toll mitgearbeitet hast. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dort werden wir uns eine To-Do-Liste ansehen, die dir bei der Lösung vieler Sachaufgaben helfen kann. Bis bald! Tschüss!